Hallo, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich dir. Ich hoffe, es geht dir gut. Jetzt möchte ich gar nicht darauf. Das schaffst du. Soll ich helfen? Ja. Okay. Sie hat auch ein Rosinenbrötchen in der Hand. Ja, ich weiß. Sie hat ein bisschen Hallöchen. Hunger. Ja, ich hoffe, es geht dir gut. Ich nehme dich heute ein bisschen mit, denn wir sind unterwegs auf geheimer Mission. Ja. Warum? Was haben wir vor, Anastasia? Anastasia, was machen wir jetzt? Mochis Geburtstag. Genau, wir kaufen Mochis Geburtstagsgeschenk und bereiten alles vor. Ja. Ja, tatsächlich, Mochi wird ein Jahr alt. Er sieht zwar riesig aus, aber er wird gerade mal ein Jahr alt und ist damit, ja, wie nennt man das, offiziell in der Pubertät auch. Man merkt es schon so ein bisschen an seinem Benehmen auch, aber dazu kann ich dir später mal mehr erzählen. Auf jeden Fall fahren wir jetzt los zum Tierfachhandel. Die Kinder möchten gerne ein Geburtstagsgeschenk für Mochi aussuchen. Ne? Was ist alles wirklich? Spielzeug, was zu naschen, Kauknochen, Kuscheltiere, sowas. Könnt ihr euch was aussuchen? Und ich möchte eben auch was aussuchen. Danach werden wir auch noch mal zum Supermarkt fahren, weil ich nämlich ein paar Sachen für seine Torte noch brauche. Ja, er bekommt natürlich auch eine Torte. Eine richtig leckere Hundetorte. Ich habe mir extra ein Rezept rausgesucht, wo kein Getreide oder sowas drin ist. Das habe ich dann morgen vor, an seinem Geburtstag. Das werde ich dann backen und dann, ja, hoffe ich, freut er sich eine darüber. Eine Hundetorte? Mhm. Die ja aus Leckereien für den Hund bestehen. Also die kann er schon essen. Er kann es essen. Ich weiß nicht, ob ihr es essen wollt. Ich dachte, du machst einen Kuchen, den wir alle essen können. Ja, das wäre vielleicht auch ganz schlau, damit wir auch irgendwie mitfeiern können. Ich überlege mir was, ja? Ja. Okay, okay, jetzt warten wir noch auf Papi. Achso, und Mochi ist natürlich nicht mit dabei, weil ja, es soll ja eine Überraschung für ihn werden. Er kann ja nicht schon jetzt erfahren, was er geschenkt bekommt. Das müssen wir dann auch noch schön einpacken. Wirklich? Ja, klar, er muss das dann noch auspacken mit seinen Zähnen und seinen Pfoten. Sein Mami? Mhm. Ja. Ich habe eine Idee. Du machst eine Torte für Mochi und dann Cupcakes irgendwie für uns. Dann ist es einfacher. Oder, das kann ich machen. Oder Waffeln machen wir. Oder was einfach. Waffeln, ich wollte sowieso Cookies backen. Cookies. Wieder diese großen Cookies, die so weich sind. Ach so. Das könnten wir auch machen. Ja, die wollte ich sowieso machen. Pfannkuchen. Pfannkuchen kann ich auch machen. Mal sehen. Uns fällt schon was ein. Wo bleibt denn Papi jetzt? Wenn Pfannkuchen-Krebs. Diese Krebs. Papi ist immer noch nicht da. Okay, wir nehmen dich auf jeden Fall mit. Und dann gucken wir mal, was wir Schönes aussuchen für Mochi. Es geht los. Wir suchen was Schönes aus für Mochi. Genau, wir haben hier schon was gefunden für seine Tortendeko. Das möchte ich gerne auf seiner Torte machen. Man kann die Lollis auch auf die Torte stecken. Ach so, als Kerze. Stimmt, das ist auch eine gute Idee. Das ist eine richtig gute Idee, Elisa. Wie viel haben wir denn jetzt davon? 1, 2, 6. 4, 5, okay. Magerwettchen. Wir können ja erstmal weiter gucken. Weil da stehen überall Wettchen. An Spielzeug können wir erstmal gucken, ja? Oh, stimmt. Warum ist das denn hier? Keine Ahnung. Oder ein Kind hat es verloren. Ja, das glaube ich auch. Ist ein Schnüffeldings. Ein Schlüssel. Ah, nee, das ist aber von Trixie. Dann ist das doch was. Ja, aber ich weiß nicht. Wir hatten doch schon mal. Ja, Mochi hat schon sowas. Ja. Genau. Nee, das ist für Hunde. Katzen. Weiß ich gar nicht, ob es für Katzen ist oder für Hunde. Das ist gut. Ich weiß nicht. Das nicht. Hat so ein bisschen was wie Babyspielzeug, ne? Die Babys haben da auch mit Knister. Ja, mit Knister. Aber ich glaube, der zerfetzt ihn sehr schnell. Ja, aber er zerfetzt ja alles an Kuscheltier sehr schnell. Aber Anastasia findet Dinger. Anastasia findet Kuscheltiere. Komm, wir gehen weiter, Anastasia. Da gibt's noch mehr. Ach, so eine Backmatte mit Herzchen. Guck mal, für Herzchen Leckerlis. Aber ich habe schon eine Backmatte. Ich könnte echt ewig auch stöbern bei so Hundeläden. Katzenläden. Oh, der sieht ja süß aus. Mami, welches soll ich nehmen? Das kleine Einhorn oder das musst du entscheiden. So einen Knochen haben wir schon. Den mag ich nicht so gerne. Okay, dann nehme ich das Einhorn. Ja? Papi darf auch ein Geschenk aussuchen. Oh, dann nehme ich den Teddy. Ja? Ja. Der sieht süß aus. Okay. Ach, Lisa, du hast dich schon entschieden? Ja, für das Einhorn.
ist ein bisschen fester. Nee, das mag er nicht so gerne. Er mag gerne diese ganz kuscheligen. Ja, diese weichen. Was ist das denn hier? Nur richtig weich mag er, oder? Non-toxic. Naturkautschuk. Er kuschelt hier. Anastasia, ist das für dich oder ist das für Mochi? Ja. Er mag nur so wuschelige. Den finde ich, der ist auch sehr gut. Der quietscht auch gar nicht, glaube ich. Ja, auch wenn der quietscht, ist nicht schlimm. Papi holt den dann einfach raus. Nein, auch raus. Der ist so richtig wuschelig. Oh, was ist das? Koala. Och, süß. Ich muss ja auch noch was aussuchen, ne? Ja. Mami muss auch noch was aussuchen für Moschi. Eine Sonnenbrille für ihn kuscheln. Hey, der ist ja auch cool. Ich finde ihn irgendwie komisch. Er sieht aus wie ein Tintenfisch ohne Körper. Ach, das kann man sogar ziehen, guck mal. Kann man so ein bisschen dran ziehen auch. Oder wir nehmen so ein komisches Ding hier. Weiß ich gar nicht, wofür das ist. Jumper. Achso, das springt sogar hoch. Was hast du jetzt ausgesucht für Mochi? Das ist nicht mal Mochi, das ist mal wie auch die Katze. Das ist für dich? Aber wir suchen doch hier für Mochi aus. Das ist für Mochi. Oh ja. Diese Leinen, die sich so lang ziehen, ist immer noch ein No-Go. Flexileine? Ja. Wir machen jetzt zusammen die Leinenbefreiung. Und dann fragst du mich, ob eine Flexileine. Nein, es ist ein No-Go. Ach so, ein No-Go. Ja, wir haben ja ganz schön viele Kuscheltiere jetzt. Ja, irgendwie haben wir nur Kuscheltiere besorgt. Wir brauchen auch so Kaukloppen oder irgendwas zum Essen, weißt du? Es geht los. Ich backe jetzt Mochis Geburtstagstorte. Bei uns ist es so wie immer. Ich mache die Torte und Justus macht die Deko. Und das hier sind die Zutaten. Ich habe hier einmal Rinderhack. Dann habe ich Kartoffeln, Karotte, Eier, Magerquark, Petersilie, das mache ich jetzt einfach alles zusammen, hier rein, vermische das und dann kommt das hier rein. Ich bin froh, dass die Hundetorte ein bisschen schneller geht als so eine Menschentorte. Aber ich werde sie natürlich trotzdem wunderschön machen. Ich habe schon eine Idee, ich habe ja dafür auch extra Leckerlis jetzt gekauft. Ich komme dann da auch noch mit rein oder mit drauf verziert. Und ein bisschen was fürs Auge und für den Gaumen. Das wird jetzt zusammengemischt. Ich hoffe, es schmeckt ihm. Das kommt jetzt in den Ofen. Für ungefähr eine Stunde. Und dann muss es noch abkühlen und dann mache ich weiter mit der Deko, auf die ich mich natürlich immer ganz besonders freue bei einer Torte. Tada! From my window, sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. You don't have to wake up yet. We can spend all day. Marathon, KG saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on all the way baritone. Yeah. Shut the lights, go in front. Tada! Schau mal, wie wunderschön. Die Torte ist jetzt komplett fertig. Ich habe den Teig erstmal natürlich komplett auskühlen lassen und dann habe ich es verziert. Also die Creme ist einfach hier dieser Quark, den ich auch schon reingetan hatte. Den Magerquark. Und dann habe ich ja noch ein paar schöne Leckerlis, die wir da gekauft hatten, extra für ihn, mit drauf gemacht, drumherum gemacht und noch ein paar Blaubeeren. Das sieht so schön aus. Ich hoffe, Mochi freut sich gleich.
Papi muss noch die Geschenke einpacken. Aber er ist schon die ganze Zeit hier, als würde er ahnen, dass er eine Torte kriegt. Rieche ich so sehr nach Torte, nach Hundetorte. Oh, es ist so schön geworden. Ich bin super happy. Wie hübsch das aussieht mit den Tulpen. Sind auch extra aufgegangen für Mochi. Oh, boah, der sieht aber toll aus, Mami. Sieht doch richtig aus. Guck mal, er ist auch ganz aufgegangen. Das ist ja nicht mein Hund. Ja. Oder sind ja sogar Blaubeeren drauf. Das können wir ja essen, ja? Ja. Nee, ich habe noch mal extra Blaubeeren für euch, okay? Das ist für Mochi. Ja, er ahnt das schon richtig. Meinst du, er kann die Kerze auspusten? Nee, wir nehmen keine Kerze. Da steht da Candy. Edwin ist lecker. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Mochi. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Mochi. Happy Birthday to you. Oh mein Gott. Hat Mama gut gebacken. Oh mein Gott, das schmeckt ihm. Es freut mich so, dass es ihm schmeckt. Aber wir müssen das ein bisschen einteilen, weil ich glaube, das ist ganz schön Portion, viel. Ja. Ja. Glückwunsch zum Geburtstag, Mochi. Herzlichen Glückwunsch. So sieht sie jetzt aus. Du hast mit Geschenken. Ach so, stimmt, die muss ja auch noch auspacken. Oder, ach so, warte, nee, du hast den ja auch gesucht, ne? Oh, Mochi, schnell! Du musst da auspacken. Mochi, komm. Meine Güte. Mochi, komm hier. Das war Mochi. Ich verstehe das, glaube ich, nicht. Ich glaube, wenn da nichts zu fressen drin ist, weiß er nicht, wie man es auspackt. Ich glaube, dann darfst du es auspacken, Anastasia. Okay, Mochi. Oh! Mochi, ist das gut? Oh, ist das ein neues Kuscheltier? Oh. Direkt ins Gesicht beißen. Super! So, und habt ihr, wir könnten noch mit dem nächstes andere Geschenk? Längliche okay, das große Schere, genau. Oh. Guck mal, ob er das doch selber auspackt. Ja, das glaube ich, packt er selber aus. Ja. Guck mal, Mochi. Ja. Die Schleife ist drin. Viel, ne? Wir können das auch gerne, aber die Schleife wenigstens aufmachen, ja? Ja. Herr Mochi! Hier, Mochi. Guck mal, er riecht es. Das ist seins. Das ist seins. Oh, was ist denn da drin? Boah, der größte Knochen der Welt. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Mochi. Der erste Geburtstag von ganz viel. Das ist das beste Geschenk. Ja, das glaube ich auch. Darf ich jetzt den Geschenk holen? Ja. Ach so, wir haben noch welche, ne? Ja. Aber ich glaube, wenn der Knochen muss ja erst hier gegessen werden, bis die nächsten Geschenke aufmachen. Aber kannst du gerne geben, ja? Das war zuckersüß. Du meine Güte. Neue Kuscheltiere bekommen. Riesenknochen. Eine Riesentorte. Ja, stimmt. Die Torte natürlich auch. Ja, Mama war das, Mama. Ich fand er richtig lecker. Dann kann er die nächsten Tage auch noch essen. Wie lange er für den Knochen braucht? Nicht lang, ne? Ich glaube nicht, dass er ihn heute schafft. Nee, das ist einfach zu viel. Bitte, er schafft das. Just so. Boah, wenn du ihn lässt, dann schafft er das. Aber ich glaube nicht, dass wir ihm das Ganze geben sollten. Oh, Mochi. Er freut sich. Ja. Riesending ist das Größte, was du kannst. So, das letzte Baby mit dem Fell. Wie war das? Vier Pfoten, letzte Baby mit vier Pfoten. Voll schön. Ich find's richtig schön. Hundegeburtstag, der erste. Wir verabschieden uns für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.